Inder, Afghanen, Syrer, Marokkaner, Tunesier. Das sind die Top-Nationen. Nicht erst seit letztem Jahr, sondern das geht schon seit vielen Jahren so. Und wenn man sich auf die Landkarten schaut, dann merkt man, das sind nicht Länder, die ein paar hundert Kilometer von uns weg sind. Das sind alles Länder, die auf anderen Kontinenten liegen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie bitteschön geht's denn zu? Wie funktioniert das, dass ein Afghane, der in den meisten Fällen nicht einmal lesen oder schreiben kann, der gar nicht weiß, was Europa ist und der Österreich überhaupt noch nie gehört hat, wie der ausgerechnet bei uns im Asylsystem landet? Und das geht gar nicht, außer ohne die organisierte Kriminalität. Und da sind wir jetzt beim Kern des Problems, weil das funktioniert nur mit der internationalen Schleppermafia. Und wo die Schleppermafia ist, gleich der Menschenhandel aktiv ist, dort ist es nie weit zum Drogenhandel. Das sind die gleichen Leute, die das machen, das sind die gleichen Routen, auf denen das passiert. Und das weiß ich als ehemaliger Innenminister. Und dort, wo du die zwei Sachen hast, dort hast du dann meistens den Waffenhandel auch noch dabei. Und da reden wir dann von denjenigen, die dann irgendwann einmal verhaltensauffällig werden mit irgendwelchen Terroranschlägen in europäischen Großstädten.